Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum ersten Geolino Live at Home Konzert. Großartig, dass ihr alle mit dabei seid. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, genau wie ich auch gerade, bei euch zu Hause seid. Das sind wir alle ja ziemlich viel im Moment. Und was gibt's da Besseres, als sich Konzerte direkt ins Wohnzimmer zu holen? Wahrscheinlich gar nichts. Mit dabei beim ersten Geolino Live at Home Konzert sind Herr H. und 3 Berlin. Das heißt, macht euch Platz, schiebt das Sofa zur Seite. Dazu kann man nämlich ganz hervorragend tanzen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Herr H. und 3 Berlin. Einen wunderschönen guten Tag zu Hause. Mein Name ist Herr H. und ich mache neue deutsche Kindermusik für die ganze Familie, für kleine und für große Menschen. Und wünsche euch jetzt hier bei Geolino Live at Home ganz viel Spaß. Ich hau ein paar Songs für euch raus. Alles, alles Liebe. Viel Spaß beim Mitmachen und hoffentlich bis bald irgendwo auf einer richtigen Bühne. Euer Herr H. Yeah. So, seid ihr bereit? Dann streckt ihr bitte alle eure Arme nach oben. Es gehen alle Arme nach oben. Kleine Arme, Kinderarme, Erwachsenenarme, Mama, Papa, Oma, Opa, alle Kinder, Hunde, Katzen zu Hause, alle Kuscheltiere, alle Arme nach oben. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Ab geht's. Klatsche! Oh ja, geht so, denn es war die Kreidezeit viele Millionen Jahre her. Die Welt sah anders aus, war völlig menschenleer. Da gab es Tiere, die gibt es jetzt nicht mehr. Das waren die Dinosaurier. Genau. Die einen sahen gefährlich aus, die anderen nicht so sehr. Die einen fraßen Pflanzen, die anderen Vegetarier. Ein paar waren hoch wie Häuser, viele Tonnen schwer. Das waren die Dinosaurier. Stampft ihr mit mir? Die Erde bebt, die Erde bebt, wenn die ganze Herde gleichzeitig die Füße hebt. Feste! Die Erde bebt, die Erde bebt, wenn die Herde ihre Füße in die Erde gräbt. Klatscht mit mir und singt jetzt! Dinosaurier, oh ja! Bitte, bitte, bitte noch einmal! Okay, ich würde gerne mal nur die Kinder hören. Dinosaurier. Mama, Papa, wie klingt es von euch? Dinosaurier. Mega, weiter klatschen. Die einen hatten Riesenköpfe und dafür kurze Arme und andere Riesenhälse, die über Bäume ragten. Es gab keine Straßen, keine Autos und kein Teer. Es gab Dinosaurier. Oh! Waren Rudeltiere, die anderen Einzelgänger. Die einen standen früh auf, die anderen schliefen länger. Und wenn sie alle nicht schon ausgestorben wären, dann wäre hier alles voll mit Dinosauriern. Stampfen! Die Erde bebt, die Erde bebt, wenn die ganze Herde gleichzeitig die Füße hebt. Feste! Die Erde bebt. Bebt, wenn die Herde ihre Füße in die Erde gräbt. Klatscht mit mir und singt jetzt! Dinosaurier! Oh ja! Bitte, bitte, bitte noch einmal! Dinosaurier! Wie klingt das von den Kindern? Dinosaurier! Mama, Papa, ihr seid dran! Dinosaurier! Alle zusammen! Macht das mal ein kleines bisschen lauter! Dinosaurier! Kommt schon! Nur ein klitzekleines bisschen lauter! Wow! Klitzekleines bisschen lauter! Dinosaurier! Letztes Mal, bis es die Nachbarn hören! Dinosaurier! Mega! Und einen riesengroßen Applaus bitte zu Hause! Oh, ich kann euch hören. Richtig gut. Mega ging das ab. Haben es eure Nachbarn gehört? Ich glaube schon, oder? So, wir machen weiter. Und ich würde euch gerne jemanden vorstellen. Emma, die Ente habe ich euch ja schon vorgestellt. Noch jemanden. Und die darf auf keinem Herr-H-Konzert mehr fehlen. Wurde sich auch für heute ganz, ganz oft gewünscht. Liebe Kinder, liebe Mamas und Papas, passt auf. Das hier ist
Raffi die Giraffe. Und das ist eine ganz besondere Giraffe. Raffi hat nicht nur einen mega langen Hals, sondern wenn ihr einmal aufs Fell guckt, entdeckt ihr hier ganz, ganz viele Herzen, weil sie ist das Tier mit dem allergrößten Herz. Und ich würde euch jetzt bitten, dass ihr euch mal bitte ein riesengroßes Herz zusammenbaut. Also macht das so wie ich, bis über den Kopf. Denkt an alle Menschen, die ihr gern habt. In euer Herz müssen rein Mama, Papa, Oma, Opa, alle Freundinnen und Freunde, Bruder, Schwester, alle, die ihr gern habt. Und deswegen brauchen wir riesengroße Herzen von euch. Oh, das sieht gut aus. Perfekt. So, und dann legt ihr bitte einmal eure Hand aufs Herz. Am allerbesten aufs eigene. Weil Raffis Herz schlägt ganz feste für alle, die sie gern hat. Und macht viermal bumm. Und ich möchte eure Herzen jetzt schlagen hören. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir jetzt durchs ganze Internet ganz, ganz viel Liebe schicken. Also Hand aufs Herz, wir üben zusammen. Geht so. Bum, 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 bum. Genau, viermal mit Liebe bitte. Bum, 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 bum. Okay, ich hör mal. Bum, 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 bum. Bisschen mehr Liebe, oder? Bum, bum, bum. Oh ja. Okay, kurzer Check nochmal. Großes Herz, hattet ihr euch gemerkt? Jupp. Ihr könnt auch ein kleines machen. Ich zeige euch das mal. Passen aber nicht so viele rein, ne? Oder wenn ihr jetzt Mama oder Papa, Bruder, Schwester oder vielleicht auch einen Freund an eurer Seite habt, dann könnt ihr auch zu zweit ein riesengroßes Herz machen. Dann macht jeder eine Herzhälfte. Genau. Der eine so, der andere so. Oder wenn ihr hier gerade Videochats macht oder sowas, könnt ihr das auch mal so probieren, wenn ihr die Bilder aneinander fügt und das dann auch gut zusammen aussieht. So, letzter Check, nochmal Hand aufs Herz. Ich möchte eure Herzen nochmal schlagen hören. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir das ganze Internet in diesen Zeiten mit unendlich viel Liebe fluten. Also, Hand aufs Herz, geht so. Ich bin gespannt, ob ich euch bis hierhin hören kann. Seid ihr bereit? Geht so. Bum, 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 bum. Genau, viermal mit ganz viel Liebe. Bum, 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 bum. Noch ein bisschen mehr Liebe. Bum, bum, bum. Oh ja, also ganz, ganz viel Spaß mit dem nächsten Song. Hier kommt Raffi, die Giraffe. Und dafür nehmt ihr bitte am Anfang eure Hände raus, denn wir brauchen Applaus, bitte. Viel Spaß, geht's so. Raffi ist ganz schön groß, ja fast 5 Meter hoch. Sie lebt in Afrika, südlich der Sahara. Ihr Hals ist super lang, sie kommt an alles ran. Und jeder kennt sie hier, sie ist ein tolles Tier. Willst du zum Regenbogen, dann hilft sie dir nach oben. Und wenn die Sonne brennt, wird sie dir Schatten spenden. Du wächst sie in der Nacht, wenn dir was Sorgen macht. Verschlafen fragt sie dann, wie sie dir helfen kann. Klatscht ihr mit mir? Ihr Herz ist unendlich groß. Noch größer als sie selbst. Da drin ist einiges los. Da drin ist Platz für die ganze Welt. Seid ihr bereit? Ihr Herz macht bum 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 bum. Oh! Ihr Herz macht bum bum bum. Ich höre euch. Ihr Herz macht bum bum bum. Ihr Herz hat Platz für die ganze Welt. Sie ist für alle da, von hier bis Sambia. Gemeinsein liegt dir fern und sie teilt richtig gern. Manchmal da hört sie schlecht, die Ohren sind zu weit weg. Doch hört sie dir gut zu, das kann sie richtig gut. Klatscht ihr mit mir? Ihr Herz ist unendlich groß. Noch größer als sie selbst. Da drin ist einiges los. Da drin ist Platz für die ganze Welt. Welt. Seid ihr bereit? Ihr Herz macht bum, 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 bum. Oh! Ihr Herz macht bum, 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 bum. Singt mit mir! Ihr Herz macht bum, 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 bum. Wunderschön! Ihr Herz hat Platz für die ganze Welt. Haltet sie gut fest, denn ihr Herz ist unendlich groß. Macht es größer. Noch größer als sie selbst. Riesige Herzen zu zweit. Da drin ist einiges los. Darin ist Platz für die ganze Welt. Denn ihr Herz macht bum, 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 bum. Oh! Ihr Herz macht bum, bum, bum. Singt mit mir. Ihr Herz macht bum, bum, bum. Große Herzen. Ihr Herz hat Platz für die ganze Welt. Wir klatschen. Gehen auf die Herzen und ich möchte alle eure Stimmen jetzt.
jetzt hören, denn ihr Herz macht ganz viel Liebe. Ihr Herz macht. Oh, ihr Herz macht. Ihr Herz hat Platz für die ganze Welt. Gut festhalten, gut festhalten, gut festhalten, gut festhalten. Und nochmal extra lange an alle denken, die ihr total gern habt. Und dann bitte natürlich einen großen Applaus von euch. Weiter geht's mit einem ganz, 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 ganz neuen Song. Der nächste Song. Ich habe ihn aus der Familienseele von ganz vielen von euch geschrieben. Er heißt genauso, wie er gemeint ist. Der nächste Song heißt Boah, das nervt. Und was einen alles so richtig hart nerven kann, wir machen mal eine kurze Probe. Wenn man zum Beispiel morgens noch total müde ist, aber man soll schon aufstehen. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Mega, ihr singt schon mit. Ihr kennt das. Okay, oder wenn man abends überhaupt noch nicht müde ist, aber Mama und Papa meinen schon hier irgendwie, ne, Zähne putzen, irgendwie Schlafkram anziehen und ab ins Bett mit dir. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Richtig gut. Mama, Papa, die nächste Zeile ist für euch. Ich habe euch nicht vergessen. Würde mir niemals einfallen. Ihr kennt folgende Situation. Einkaufen gehen mit euren Kindern. Boah, das nervt. Genau, wenn man sich nicht so alles aus den Regalen holen darf. Aber ich verrate euch nicht nur so, wie das ist mit der schlechten Laune. Ich verrate sie euch vor allen Dingen auch, wie man sie los wird. Wir schütteln uns sie einfach ab. Ich habe ein Rezept gegen schlechte Laune. Wir fangen mit den Händen an. Schüttel, schüttel. Gefolgt von wackel, wackel. Gefolgt von zappel, zappel. Und dann kommt hüpf, hüpf. Also schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Und dann kommt hüpf, hüpf. Ganz viel Spaß mit dem nächsten Song. Das ist jetzt richtig was zum Party machen. Springt auf die Sofas, springt auf die Betten. Wir lassen es krachen. Der nächste Song heißt Boah, das nervt. Erst Zimmer aufräumen, bevor ich spielen gehen darf. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Weil ich mir vom Nachtisch vorher noch nichts nehmen darf. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Viel zu früh aufstehen, obwohl ich noch so müde bin. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Zähne putzen, schlafen gehen, obwohl ich noch nicht müde bin. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Lauf, geh mit mir. Viel zu viele Dinge bringen mich auf die Palme. Doch ich hab das Rezept gegen schlechte Laune. Denn ich schüttel mich, du schüttelst dich. Alles schüttelt sich, bis es nicht mehr nervt. Los geht's! Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Nochmal! Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Wir springen! Bis die Wände wackeln, hüpf ich mir die Füße platt. Wenn mich was nervt, dann zappel ich und schüttel es ab. Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel, hüpf, hüpf. Okay, kurze Pause. Ich will lieber Fußball spielen, noch muss zum Kinderarzttermin. Boah, das nervt, boah, das nervt. Dann schleppt man mich in den Supermarkt, wo ich mir nicht mal was nehmen darf. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Stundenlanges Autofahren, ich glaub, wir kommen niemals an. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Wand bemalt, Parkett bekleckert, ständig wird man angemeckert. Boah, das nervt. Boah, das nervt. Ich leg ne Nummer aufs Parkett, dass du nur staunen kannst. Schüttel alles ab, bis ich gute Laune hab. Denn ich schüttel mich, du schüttelst dich. Alles schüttelt sich, bis es nicht mehr nervt. Los geht's! Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel, hüpf, hüpf. Nochmal! Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Wir springen! Bis die Wände wackeln, hüpf ich mir die Füße platt. Wenn mich was nervt, dann zappel ich und schüttel es ab. Okay, ihr Lieben zu Hause, bitte einmal alle mit mir runtergehen. Alle in die Hocke. Runter, runter, runter. Ich zähle jetzt bis vier, dann springen wir gemeinsam nach oben. Rasten aus und singen und tanzen das Ding bis zum Ende durch. Runter mit euch. Ich sehe euch alle runter. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei,
schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Nochmal! Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Springen! Bis die Wände wackeln, hüpf ich mir die Füße platt. Wenn mich was nervt, dann zappel ich und schüttel es satt. Schüttel, schüttel, wackel, wackel, zappel, zappel. Boah, das nervt. Ich hatte euch versprochen, am Ende vom Herr-H-Konzert müssen wir jemanden aufwecken und die darf auf keinem Konzert mehr fehlen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ihr kennt sie alle. Ganz viele von euch haben sie auch sehr, sehr lieb gewonnen schon. Das hier ist Emma, die Ente, die ewig verpennt. Damit wir die jetzt richtig wach bekommen, müsstet ihr euch bitte so einen originalen Entenschnabel bauen. Legt bitte mal eure Finger auf euren Daumen. Genau. Streckt euren Schnabel zu Hause bitte nach oben. Und der Weckruf, der hier gleich ganz, ganz laut durch eure Kinderzimmer, durch eure Wohnzimmer knallen wird, dass es die ganze Nachbarschaft hört, dass es die Menschen, die über euch, neben euch, unter euch wohnen, aus den Ohren herauspfeifen wird, ist ein dreimaliges Hintereinander-Gequake. Und das checken wir zusammen. Schnäbel nach oben. 1, 2, 3, quack, quack, quack. 1, 2, 3, quack, quack, quack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Hattet ihr euch gemerkt, dass das kein Schlaflied, sondern ein Weckruf ist? Das war viel zu leise. Macht die Stimmen mal bitte richtig laut. Richtig, richtig laut. Dass es alle bei euch zu Hause hören werden. Schnäbel nach oben. Seid ihr bereit für volle Lautstärke? 1, 2, 3. Quack, quack, quack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quack, quack, quack. Viel Spaß. Hier kommt Emma, die Ente, die ewig verpennte. Dafür bitte alle Schnäbel nach oben. Alle Schnäbel nach oben. Emma war schon, als sie klein war, immer sehr verträumt. Ihr, 1, 2, 3, quack, quack. Super. Emma hat ihr Zimmer immer ungern aufgeräumt. 1, 2, 3, perfekt. Emma steht oft neben sich, so wie der schiefe Turm. Oh ja. Emma war nie so der frühe Vogel, doch auch der späte Vogel. Okay, Schnäbel nach oben, wir winken und singen. Emma, die Ente, die ewig verpennte. 1, 2, 3, quack, quack, quack. Nochmal. Emma, die Ente, die ewig verpennte. 1, 2, 3, quack, quack. Singen und springen. Emma, die Ente, die ewig verpennte, hatte oft Probleme mit der Zeit. Alle springen, hey. Emma, die Ente, die ewig verpennte, ist die schönste Ente, ist die schönste Ente weit und breit. Kurz die Schnäbel ausschütteln. Brrr. Und dann gehen hier wieder alle Schnäbel nach oben, denn Emma hat heute einen Termin und weiß es gar nicht mehr. Ihr, 1, 2, 3. Yeah! Emma schläft so tief, dass sie den Wecker gar nicht hört. In laut, 1, 2, 3. Oh! Emma steht auf neben sich, so wie der schiefe Turm. Profis! Emma war nie so der frühe Vogel. Schnäbel nach oben, wir winken und singen zusammen mit euch allen. Emma, die Ente, die ewig verpennte. 1, 2, 3, würde ich gerne von euch hören. Emma, die Ente, die ewig verpennte. 1, 2, 3, singen und springen. Emma, die Ente, die ewig verpennte, hatte oft Probleme mit der Zeit. Jawohl, hä, hä. Emma, die Ente, die ewig verpennte, ist die schönste Ente, ist die schönste Ente weit und breit. Und baut euch nochmal euren Entenschnabel und streckt ihn ganz weit nach oben. Alle Schnäbel nach oben, alle hoch. Und ich weiß, dass sie's nicht böse meint. Alle Schnäbel hoch. Emma ist halt echt verpeilt. Und immer wenn Emma tanzt, schauen sie alle Erpel an. Und zum Schluss bitte so laut quaken, wie ihr könnt. 1, 2, 3. Da geht noch was. 1, 2, 3. Quack, quack. Letztes Mal. 1, 2, 3.
mega großen Applaus für Emma, die Ente, die ewig. Ah. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Geolino Live at Home. Wir sind Tobi, Diane und Carsten von 3 Berlin und wir sind sehr froh, dass ihr uns heute zuguckt. Wie ihr sehen könnt, sind wir auch nicht zusammen, sondern nur so virtuell zusammen. Also jeder ist bei sich zu Hause im Studio und wir versuchen mal euch zu so ein Konzert zusammen zu basteln. Wir sind sehr gespannt, ob das klappt und ob es euch gefällt. Also viel Spaß mit 3 Berlin. Jetzt spielen wir ein Lied, das heißt Schneller und es geht um Fortbewegungsmittel und um die sinnvolle Frage, was ist eigentlich schneller? Wir haben mal versucht, eine Reihenfolge reinzukriegen. Hört mal zu. Los geht's! Ich krabbel aus dem Bett und zieh. Schlapp, schlapp, schlupp, schlupp. Ich steige langsam auf und fange an zu gehen. Ich laufe durch die Haustür raus. Zapp, 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 zapp. Steige lässig auf mein rotes Dreirad auf. Damit roll ich durch den Park. Ich steige ab, weil ich jetzt rennen mag. Auf Sport, Sport, schneller, geht das noch schneller, viel, viel schneller, oh, echt Sport, Sport. Ich nimm dein Skateboard und fahr los, ich kann auch Fahrrad fahren, denn ich bin schon groß, ich radel runter an den See, fahr bis zum Ufer, dabei kommt mir schnauf, hup, hup, schneller, geht das noch schneller, viel, viel schneller, schnauf, schnauf, hup, hup. Treppe runter fährt ne Bahn, und in der Stadt können wir U- und S-Bahn fahren, jetzt ist Auto doch bei Stau, der weiterfahren mit dem Motorrad. Lass dich schnell genug. Dann steige ich am Bahnhof in den Zug. Ratter, ratter, töff, töff, schneller. Geht das noch schneller? Viel, viel schneller. Ratter, ratter, töff, töff. Schneller. Im Wagen fährt wie der Blitz. Zoom, 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 zoom. Ich trag den Helm und hab nen Gurt. Schrauber hinein, dann in das Flugzeug und tauch in die Wolken ein. Im Cockpit, wo der Pilot wohnt, in die Rakete und dann ab zum Mond. Brenn, brenn, schub, schub, schneller. Geht das noch schneller? Viel, viel schneller. Brenn, brenn, schub, schub. Und ein letztes Mal, und jetzt sehen wir mal alle mit. Schneller, geht das noch schneller, viel, viel schneller, brenn, brenn, schub, schub. Vielen Dank, schön, dass ihr mitgemacht habt bei Schneller. Der nächste Song, da brauchen wir ein bisschen Vorbereitungszeit. Also ihr müsst was holen, nämlich euer Lieblingskissen. Habt ihr ein Lieblingskissen? Super. Dann geht ihr jetzt das mal holen und bringt das mit hierher, weil das ist nämlich ein Kissensong, der nächste Song. Und bis ihr wieder da seid, drückt ihr einfach mal auf Pause. So, jetzt seid ihr wieder da. Schön. Alles klar. Pass auf, folgendermaßen. Ich starte das Ding mal. Jetzt geht's los. So. Wir müssen uns erstmal ein bisschen präparieren, weil es ist ein bisschen gefährliches Lied für uns, für euch nicht. Also folgendermaßen, wir ziehen mal unsere Schutzausrüstung an. So. Helm. Brille. Jetzt sind wir bereit. Hier
ihr macht jetzt alles mit, was wir euch vormachen. Wir brauchen Kissen, Carsten, hast du ein Kissen? Nee, hier. So, ich habe eins. Los geht's, seid ihr bereit? Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und dann springt ihr in die Luft und sagt ho. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und jetzt legen wir uns schlafen und am Abend komm ich nicht ins Mons, komm ich nicht aus dem Bett. Und ich kann niemals so lang aufbleiben, wie ich das nun mal gerne hätte. Zum Glück hab ich mein Kissen und das ist zu mir meistens nett. Und gestern flüstert es mir zu, gemeinsam Party machen wir echt fett. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und dann springt ihr in die Luft und sagt ho. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und jetzt legen wir uns schlafen und hey, auch mein Kuschelkissen hat sich jahrelang im Bett versteckt. Doch dann hab ich sein Talent und seine wahre Bestimmung gecheckt. Aus den Betten dieser Welt hat die Bretter dieser Welt entdeckt. Denn du glaubst nicht, was außer Daunen in so einem Kissen noch steckt. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und dann springt ihr in die Luft und sagt ho. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und jetzt legen wir uns schlafen und hallo Kinder, schön, dass ihr da seid. Seid ihr überhaupt alle da? Seid ihr gut drauf? Habt ihr die Kissen dabei? Dann sagt hey ho, sagt hey hey ho, sagt Kissenkonzert, sagt 3 Berlin, jetzt macht mal alle so, und jetzt macht mal alle so, und jetzt macht mal alle so, und jetzt schreit mal ganz laut. Jetzt stehst du hier vor der Bühne mit dem Kuschelkissen in der Hand, denn ihr beide macht eine Party und seid sicherlich schon ganz gespannt. Obwohl ihr sonst nur schmust, seid ihr heute außer Rand und Band. Carsten, Tobi und Diane spielen sich für euch um den Verstand. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Hey. Und dann springt ihr in die Luft und sagt ho. Ho. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Ho. Und dann springt ihr in die Luft und sagt ho. Werft die Kissen in die Luft und sagt hey. Und jetzt haltet sie ganz fest und sagt ho. Ho. Und jetzt dreht ihr euch im Kreis und sagt hey. Und jetzt legen wir uns schlafen und so, jetzt könnt ihr aber aufhören mit dem Kissen verkloppen. Kommt lieber mal vorbei, wenn wir wieder ein richtiges Kissenkonzert spielen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, genießen wir noch ein letztes Lied. Wir hatten das große Glück, bevor wir alle zu Hause bleiben mussten, haben wir im Studio zu dritt noch mal einen Song aufnehmen können. Das ist Der helle Mond. Wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle. Es sagen tschüss die Diane, der Carsten und der Tobi. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Wenn der helle Mond auf seine Reise geht und er sich rundherum um die Erde dreht, dann singt er dum dum da da di dum dum da da di da da dum dum da da di dum dum da da di da. Die Sterne trifft, die seine Freunde sind, dann funkeln sie vor Glück und singen sein Lied mit. Sie singen dam dam da da di dam dam da da di da da, dam dam da da di dam dam da da di da. Der auf Reisen geht, dreht sich rundherum um seinen Planet. Oh, wenn der helle Mond
da da di da da dum dum da da di dum dum da da di da da. Wenn der helle Mond auf Reisen geht und er sich rundherum um die Erde dreht, dum dum da da di dum dum da da di da da. Alle singen dum dum da da di dum dum da da di da. Der Mond singt auch mit. Alle singen. Guck mal, das waren sogar Menschen da. Einen schönen Tag euch. Schreibt uns was. Tschüss. So, liebe Leute, das war das erste Geolino Live at Home Konzert. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns hier ja bald schon wieder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüssi.